Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am 27. April, also heute in einer Stunde um 13 Uhr, kommt der neue Assassin's Creed Patch 1.2.1 heraus. Und dieser Patch wird das gesamte Spiel polieren und ich würde mal behaupten, fast bugfrei machen. Was da alles drin ist, das erfahrt ihr heute, aber nun legen wir los. Der Patch wird natürlich für alle Plattformen erhältlich sein und wird eine Größe von 5 bis 16 GB haben, je nach Plattform natürlich. Und das ist schon in den Brocken, nicht der größte Patch, aber auf jeden Fall ganz schön groß. Heute um 13 Uhr mit europäischer Zeit. Dementsprechend könnt ihr da bald zocken. Die Unterstützung für den DLC Zonder Droiden wird natürlich auch reingepatcht und am 13. wird es da nochmal am Release-Tag einen extra Download geben. Wenn wir gerade von Unterstützung reden, dann würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt mich unterstützen würdet und ein Abo dalassen würdet, weil ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Lore und wenn ihr das genauso seht, dann seid ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Dann gibt es natürlich noch neue Fertigkeiten. Die erste davon heißt Kalte Wut und ich finde die klasse. Du ignorierst die Schlagunterbrechung. Das heißt also, wenn ihr 3 Angriffe durchführt, normalerweise bleibt ihr in Eivor stehen. Ja, hier mit der Fähigkeit könnt ihr weitermachen, weiterschlagen und gerade wenn ihr, sage ich mal, Feuer zum Beispiel aktiviert habt oder Gift aktiviert habt mit einer Waffe, ist das ziemlich OP und die Fertigkeit kann ich euch nur empfehlen, dass ihr die nutzt. Tiefer Groll ist dabei sehr ähnlich, gilt aber dann fürs Parieren bzw. für Spezialangriffe, dass ihr da, sag ich mal, nonstop angreifen könnt, ohne eine Pause zu haben. Und dann gibt es noch eine Fertigkeit Auge des Nordens. Dort könnt ihr mit dem Bogen schießen und wenn ihr getroffen werdet beim Zielen, dann zuckt ihr nicht rum. Ja, das heißt, ihr könnt einfach weiter im Visier bleiben und werdet da nicht gestört von. Also ziemlich coole Fertigkeiten für Eivor und dieses Spiel nochmal interessanter machen, wenn dann auch hoffentlich die Gegner schwerer werden. Kommen wir nun zu den Problemen, die mit dem Patch behandelt wurden. Bei den allgemeinen Punkten haben wir den ersten Fehler mit Duck, dass ihr dort, ja, bei der Mission ein Sturm braut sich zusammen, den Kampf nicht starten konntet, das sollte jetzt möglich sein. Außerdem, Odin segne den Support-Service von Assassin's Creed, die fehlenden Fischarten sollten jetzt wieder, ja, fischbar sein. Heilbutt in klein, Stör in klein, Scholle in groß und Makrele in groß. Und die genauen Orte dieser Fische sind auch in einem Forum-Post genannt worden, den packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung. Und für alle, die schon immer mit Bajek und Altair rumlaufen wollten, aber mit viel besseren Stats, ist jetzt das Transmog-Feature für diese beiden Rüstungen verfügbar. Kurz nebenbei ein kleiner Einschub, wenn euch diese Videos gefallen und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne mit einem Dränger-Daumen nach oben tun, da würde ich mich extrem freuen. Vielen lieben Dank. Und wieder wurden in diesem Title-Update extrem viele Quest-Weltereignisse und Nebenaktivitäten behoben. 34 an der Zahl, ich nenne euch nicht alle, aber dafür einige, die wichtig sind. Zum einen natürlich Schwein der Weissagung, diese Quest in Kent, solltet ihr jetzt wieder abschließen können. Außerdem wurden Rätsel auf der Karte nicht angezeigt, vor allen Dingen Fliegenpilzrätsel nicht. Da war kein Pilzsymbol zu sehen. In Abwesenheit des Aldermanns ist jetzt mittlerweile auch abgeschlossen. Das hat ja Ubisoft auch angekündigt, dass sie das beheben wollen und sollte jetzt eigentlich behoben sein. Gerade wenn ihr die Broschüre in der Quest, die Brosche in der Quest vor Beginn der Quest eingesammelt habt, gab es da früher Probleme, die sind jetzt aber nicht mehr da. Außerdem könnt ihr jetzt wieder ab sofort mit den NPCs in eurer Siedlung Hrefnatorp quatschen. Das war vorher bei einigen Spielern nicht möglich. Des Weiteren, wenn ihr den Handlungsstrang in East Anglia, der übrigens sehr nice ist, kann ich nur empfehlen, wenn ihr den abgeschlossen hattet, gab es einige Spieler, die dann einfach nicht weitermachen konnten und mit Ranfi nicht sprechen konnten. Das ist jetzt wieder fix. Dasselbe galt für die Region Gloucestershire nach der Quest Die Verbrennung des Weidenmanns. Dort hattet ihr auch Probleme mit Ranfi zu interagieren. Und des Weiteren gab es ein Problem mit einem Flussraubzug in Deva. Wenn ihr dort Hinweise gefunden hattet und zurück in eure Siedlung gefahren seid, konntet ihr nicht mit Wagen sprechen. Einige Punkte, die da behoben wurden, ich habe einige genannt. Was sagt ihr? Habt ihr immer noch Probleme oder findet ihr geil, jetzt läuft mein Spiel zu 100% gut? Ihr wisst ja, Bild, Ton und Animation wurden angepasst und ein paar Textur- und Beleuchtungsfehler wurden behoben. Ich muss sagen, ich habe da relativ wenig von mitbekommen, aber wurden behoben. Und jetzt kommen wir zu den Flussraubzügen, denn dort wurden wieder mal über 25 Punkte bzw. genau 25 Punkte behoben. Ich habe es auch schon in meinem Video hier gesagt, dass die Flussraubzüge zurückkommen werden, weil sonst würde Ubisoft da nicht so viel Arbeit in die Bugbehebungen reinstecken. Ich habe es gecallt vor 2 Monaten und was hat Joe Raptor in einem Interview mit dem Post-Launch-Producer José Araiza gehört? Genau, es werden offiziell Raids kommen, weitere. Und wo wird das möglich sein? Natürlich entweder im Irland-DLC bzw. in England.
Zu diesen 25 Punkten, die jetzt hier mit dem Patch behoben wurden, zählen zum Beispiel verschiedene Clipping-Probleme, die es gab. Es wurde ein Problem behoben, durch das ausländische Güter nach der Rückkehr in die Siedlung nicht im Inventar angezeigt wurden, was super ärgerlich ist. Es gab einige Probleme bei dem Fluss Safer, dass man dort nicht vorankommen konnte. Des Weiteren gab es Truhen in den Flussraubzügen, die nicht geöffnet werden konnten. Das war komisch. Da hatte, glaube ich, einige Personen von euch hatten da immer noch Probleme, das habe ich gelesen. Und es gab einige Personen, die das gesegnete Schwert des heiligen Georgios gefunden hatten. Und dann war es eine Axt. Auch geil, aber nein. Und ein Bug, den ich mir sehr schlimm vorstelle, ist die Limitierung der Güter. Einige hatten wirklich die Limitierung, dass sie nur ein ausländisches Gut mitnehmen konnten von der Siedlung und nicht mehr. Das war sie limitiert. Ziemlich ärgerlich. Da kommen aber noch mehr Punkte dazu, hoffentlich in der Zukunft. Ja, aber ihr seht es, da wird sehr viel Energie investiert. Klar wurden wieder einige Gameplay-Elemente behoben, dass zum Beispiel Odins Sicht nicht manchmal richtig funktioniert hat. Verschiedene Kameraprobleme wurden behoben. Es gab ein Problem im Dialog, wo Tiere quasi reinlaufen in den Dialog und euch fotobomben, kann man fast sagen. Und es wurden Probleme mit der automatisierten Steuerung des Langschiffs behoben. Schwebende Objekte in der Welt von Assassin's Creed Valhalla werden jetzt auch weniger sein. Und es gab einige Objekte, die Eivor daran gehindert haben, in ein Gebäude reinzugehen. Die sind jetzt auch weg oder sollten zumindest weniger vorhanden sein. Dann gab es natürlich auch noch einige NPCs, die in Eivors Langschiff stecken geblieben sind. Die sollten jetzt wieder an Land bleiben, hoffentlich, und euch nicht stören. Beim Benutzerinterface wurden verschiedene Fehler, natürlich generelle Fehler, vom Benutzerinterface behandelt. Verschiedene Texte wurden korrigiert, wahrscheinlich auch richtig übersetzt. Und es gab ein Problem, wo ihr diesen wunderschönen Rabenskin nicht an Zynen anbringen konntet. Das ist wirklich der schönste Skin EU-West, ja, EU-Norwegen, EU-Irland, EU-Winland. Wirklich ist sehr, sehr, sehr schöner Skin und den könnt ihr jetzt hoffentlich alle an euren Zynen ranbringen. Und für alle PS5 und PS4 Spieler eine gute Nachricht: Wenn ihr auf der PS4 Erfolge schon durchgemacht hattet und ihr das Ganze auf die PS5 transferiert, dann sollte das jetzt mitgenommen werden. Das heißt, ihr müsst nicht mehr nochmal die Erfolge machen. Alles wird übernommen. Also wenn ihr auf Platin gewesen seid bei PS4, seid ihr jetzt auch auf PS5. Sehr entspannt, vorausgesetzt, ihr habt eine. Natürlich wurde die Stabilität und die Leistung verbessert und es wäre eine grandiose Leistung von euch, wenn ihr schon abonniert habt. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert habt. Dementsprechend, meine Freunde, bedanke ich mich, dass ihr hier bis zum Ende zugeschaut habt. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische um 12. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag. Bis dahin, euer Pascal. Tschö mit Ö und ciao.